Und wir sind wieder zurück in Vigils Wacht. Und zwar muss ich jetzt aber vorher noch einige Worte erzählen, denn in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich habe ungefähr eine Stunde vom Awakening Let's Play wieder löschen müssen, weil ich eigentlich nur die Siegrun in den Stand der Grauen Wächter erheben wollte. Und dann kam hier Truchsas Varel an und meinte, ey, Junge, komm, zieh doch mal in Krieg, willst du, ja oder nein? Und ich dann so, ja, und er dann so, okay, und ich dann so, wann denn? Und er dann so, naja, ja, jetzt, und ich dann so, passt mir gerade gar nicht. Er dann so, egal, wir müssen los, pack die Koffer. Das heißt, wir können, und das ist, finde ich, ein grober Spieldesignfehler, wir können Sigrun nicht in den Stand der Grauen Wächter erheben, weil es jetzt beim Varel, bei ihmchen hier, nur noch die Option gibt, dass wir nach Amaranthine ziehen, wo gerade eine große Schlacht toben soll. Die fängt aber erst an zu toben, sobald wir sagen, ja, okay, dann komme ich mal mit. Deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Stunde vom Let's Play gelöscht, hatte hier zum Glück noch den Spielstand gespeichert und habe dann nochmal die Leute alle hochgelevelt hier, also alle Charaktere nochmal hochgelevelt entsprechend. Hab Items verkauft, hab nochmal andere Rüstungen verteilt. Deswegen habe ich jetzt auch hier das schicke Helmchen mit dem Federchen auf dem Kopf. Ogryn, ach nee, Nathaniel sieht immer so blöd aus. Ogryn sieht aus wie fast immer. Sigrun hat jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht, was die hat. Die hat hier ein neues Dingens auf dem Rücken, eine neue Waffe. Gerechtigkeit hat jetzt den schönen Flügelhut. Anders sieht jetzt auch anders aus. Der hat jetzt meine alte Rüstung. Ja, und ich habe eine neue Rüstung, und zwar, was habe ich mir denn da angezogen? Ach, ich habe immer noch die alte Rüstung. Die Rüstung ist dieselbe, aber Helm von Hirulswehr, Handschuh von Hirulswehr und anders hat die Rüstung von Hirulswehr, so war das doch, ne? Brustpanzer von Hirulswehr, genau. Da wollte ich als nächstes noch, bevor wir in die Schlacht ziehen, werde ich heimlich noch mal ein bisschen rumsockeln, also ein paar Runen erstellen und rumsockeln. Kann ich dich anquatschen? Ist beunruhigend, unter dieser geschlossenen Decke zu schlafen. Ja, dann schlaf doch einfach auf dem Hofplatz, ist mir doch egal. Also, was ich noch gemacht habe, ich habe mir noch Freund Nathaniel geschnappt, ist jetzt gerade eine kleine Märchenstunde, und mit Nathaniel bin ich dann nochmal nicht in die Schwarzmarschen, sondern in den Vendanwald. Da wollte ich in die Silberitmine und dann noch die Items zurückholen und die Kisten looten. Das geht leider gar nicht mehr, das heißt, das ist komplett geschlossen. Und dann bin ich mit dem nochmal in die Knochenwaldhügel und nach Kalihorol, um dort nochmal die Kisten zu plündern, die Sigrun nicht plündern konnte. Dabei habe ich eine versteckte Schatzkammer gefunden mit 5 Truhen, wo eigentlich nur Krams drin waren. Und auch noch die Kammer von, wie hieß er nochmal, Paga? Nee, also von Hirol selbst, die Kammer hab ich da noch gefunden. Das ist jetzt leider im Let's Play außen vor, aber das waren wirklich nur Kleinigkeiten, wo man irgendwelche Items gefunden hat. Das war jetzt nichts Großartiges. Und ich bin auch immer alleine gezogen oder mit einem NPC, damit keine NPC-Gespräche verloren gehen. Und was wir jetzt mal machen, wir schnappen uns jetzt mal den Ogryn. Ja! Dann schnappen wir uns mal den Nathaniel. Und, naja, jemand wollte den Anders doch wieder dabei haben. Aber die Velana kämpft inzwischen besser. Ist eine schwierige Entscheidung, weil ich Velana... Oh, das muss ich auch gleich noch erzählen. Weil ich Velana jetzt auf Heilung... Die ist ja jetzt auf Heilung geskillt. Obwohl ich die alte Dunstkiepe nicht mag, nehme ich die trotzdem mal mit. Jetzt habe ich gerade schon 4 Minuten verquatscht. Das tut mir echt leid. Aber es ist ja so viel geschehen, um Gottes Willen. Was ich noch gemacht habe, das wollte ich der Komplettheit quasi mal machen. Das zeige ich euch nach dem Ladebildschirm, der wirklich sehr ästhetisch aussieht, wie immer. So, man sieht es gerade. Die gute Velana hat nämlich Flammenwaffen gecastet, einfach so. Und das hat sie nicht ohne Grund getan, denn ich habe angefangen, Taktiken zu vergeben. Zum Beispiel der Erik, der alte Scharlatan, der hat jetzt hier zum Beispiel selbst, macht er immer Bedrohen und Kräfte sammeln. Wenn die Gesundheit unter 50% ist, macht er Verschlingen. Unter 25% benutzt er den stärksten Wundumschlag. Mana oder Ausdauer unter 25% holt er sich zweite Luft. Und wenn das nicht funktioniert, dann holt er sich einen mächtigen Ausdauertrank. Und pipapo halt, alles was so geht. Ogryn hat auch ein paar Sachen. Nathaniel hat auch ein paar Sachen.
Die Velana hat jetzt auch ein paar Sachen, die habe ich auf Heilung, also auf Heilung getrimmt quasi, dass die uns auch heilt, wenn wir krank sind. Und vor allen Dingen benutzen jetzt alle endlich mal ein paar Tränke, wenn sie gerade umfallen. Das heißt aber... Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Ich weiß nicht, ob sie das kann. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Kräuterkunde. Schwacher Wundumschlag. Kann die auch einen mächtigen Wundumschlag? Gegenstand erstellen. Ja, sie kann auch einen mächtigen Wundumschlag. Da stellen wir jetzt mal ein paar Wundumschläge. Noch einen starken Wundumschlag. Kann ja nie schaden. Und jetzt noch ein paar schwache Wundumschläge. Und damit haben wir hier eine kleine Reiseapotheke dabei. 34 mächtige, 52 starke und 99 Wundumschläge und 99 schwache Wundumschläge und nochmal 23 schwache. Also, wir sind eigentlich gerüstet. Für alles, was da kommen mag. Weil wir kommen langsam in die heiße Phase, glaube ich. Und zwar in die heiße Phase des... Es geht langsam aufs Endspiel zu. Deswegen müssen wir jetzt halt ein paar Quests abgeben, so ein paar kleine Sachen machen. Wie zum Beispiel nochmal in den Vendanwald reisen. Und da aus ominösen, ich sag mal verbuggten Gründen, müssen wir da die Quest mit dem Samen nochmal machen. Da war doch diese Kräuterhexe, falls sich der ein oder andere erinnert. Jetzt habe ich übrigens schon knapp 6,5 Minuten zugequatscht. Das wird mal Zeit für ein bisschen Sightseeing wieder. Aber das kennen wir ja eh schon alles hier. So, dann gurken wir hier mal durch die grüne Prachtfallera. Und zwar in Richtung von der alten Tuse. Yay, Baldur's Gate-Ansicht. Sieht aber blöd aus. Mach ich mal wieder so. Okay, das dauert leider ein bisschen, aber uns erwarten da noch zwei, drei andere Dinge, die ich gefunden habe. Da hat man ja so einiges übersehen. Also war das jetzt hier weiter? Das war hier durch. So, war das... Da hinten ist das nördliche Dorngras. Das braucht man ja für die alte Hexe. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ich bin 1000%ig sicher, dass wir... Ja, natürlich. Dass wir das schon gemacht haben. Den Samen des alten Dorngrases mitgenommen. Aber jetzt hier schon wieder kehre mit den Samen zu Ines zurück. Du hast die Samen des nördlichen Dorngrases gefunden. Hoffentlich wird Ines bereit sein, nach Cumberland zu gehen. Kumbaya, my land. Nachdem du es ihr gegeben hast. Haben wir schon gemacht. Und ich habe es ja sogar auf Video... Und trotzdem war die Quest noch offen. So, da kommen die beiden Steinstatuen. Statue des Krieges, Statue des Friedens. Und wo wir bei den Statuen sind, das machen wir jetzt zwischendurch auch nochmal. Hier liegen nämlich die sterblichen Überreste des Magisters. Da sind wir einfach dran vorbeigelatscht. Und der Magister möchte auch gerne mal was sagen zu der ganzen Angelegenheit. Und zwar... Bäh, möchte er sagen. Uralter Magister. Fast ein kleiner Minimob. Aber der ist inzwischen so mini, den mobben wir einfach um. Man muss auch sagen, also dank dieser Taktiken, da hat man so das Gefühl, kann ich mit dem noch irgendwas machen? Aufessen. Dank dieser Taktiken hat man jetzt das Gefühl, dass die Leute auch ein bisschen mehr Bums haben. Also dafür, dass der orange war, haben wir den aber gerade ganz gut zwischen die Petunien geboxt, würde ich mal sagen. So, weiter geht's. Da ist irgendwo die alte Knispelfalte, die steht hier wieder rum, die Ines, warum auch immer. Die haben wir schon mal weggeschickt, aber gut. Hier, die Bäume, die da unten waren, die wir bekämpfen mussten, die sind nämlich weg. Und, hattet ihr Glück? Habt ihr nördliches Dorngras gefunden? Ja, ja. Ausgezeichnet. Seht sie euch an. Sind sie nicht beeindruckend? Nein. Die glatte Samenschale, wie Onyx. Nein. Ihr, mein Freund, habt wahrlich ein Wunder vollbracht. Nein. Hier, ich habe euch einige Kräuterarzneien gemischt. Und hier ist auch eine Liste mit Anweisungen, damit ihr sie selbst herstellen könnt, wenn ihr möchtet. Und nun ist es Zeit, dass ich mich auf den Weg mache.
Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann erneut. Viel Glück. Ja, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja wieder, wenn alles wieder buggy ist hier. So, Ines macht sich auf den Weg. Kennen wir alles schon, haben wir alles schon gehabt. Dann nehme ich jetzt mal die Abkürzung hier hinten, die ich vorher auch nicht gesehen habe.